Ich interviewe jetzt den Peter Koch. Und ja. Ja, hallo, mein Name ist Peter Koch, ich arbeite für die Denik EG. Das ist eine Firma in Frankfurt, die für die Top-Level-Domain.de zuständig ist. Das kennt ihr von dem, was ihr Webadressen nennt. Wenn da hinten .de dran ist, dann ist das etwas, was wir verwalten. Okay, ich hatte mal den Wolf interviewt und der hat mir gesagt, dass Icon ein Wanderzirkus ist. Ja. Sagt der Wolf. Ja. Ja. Ich kann natürlich nicht kommentieren, was der Vorredner gesagt hat. Ja, das ist vielleicht ein bisschen einseitige Betrachtung. ICANN ist eine internationale Organisation, wo Leute aus der ganzen Welt teilnehmen. Und ganze Welt heißt wirklich ganze Welt. Das ist natürlich Europa, da kommen wir her. Amerika, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, Ozeanien, whatever. Und damit die Leute alle mal die Last des Reisens haben. Er sagt Wanderzirkus, ist das vielleicht auch eine Freude dabei. Geht es darum, diese Veranstaltung in möglichst viele Ecken der Welt zu bringen, damit dann auch von vor Ort oder aus der näheren Nähe Leute einigermaßen sinnvoll daran teilnehmen können, an den Meetings. Aber viel von der Arbeit, die wir hier machen, passiert ja nicht nur, wenn wir uns hier treffen. Das gehört dazu. Das ist ganz wichtig, dass man mit Leuten redet oder auch Leute interviewen kann mit so einem Gerät. Aber viel von der Arbeit passiert im Internet, über Mailinglisten. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Wir machen nicht sowas wie WhatsApp und Facebook, sondern viel über Mailinglisten, weil wir viel Texte schreiben müssen und die gegenseitig kommentieren. Okay, was hat deine Gruppe jetzt mit meiner Schule zu tun? Also, wie heißt die Schule? Lobdruckschule. Mhm. Okay, und ihr seid in Jena? Ja. Okay, also die Stadt Jena zum Beispiel, die hat eine Domain, die heißt jena.de und wenn man das in seinen Webbrowser eingibt, www.jena.de, da gibt es eine Webseite. Ich hoffe, die Domain heißt wirklich so, aber bei den meisten Städten ist das. Die Schule hat wahrscheinlich auch eine Domain. Ja. Siehste? So, und die hat auch so einen Second-Level-Domain-Namen, wie auch immer der Name jetzt war. Die lachen mich jetzt alle aus, weil ich den Namen nicht behalten habe. Die Verwaltung dieser Domains ist, wie ich schon gesagt habe, unser Geschäft und unsere Aufgabe. Und wir besprechen hier mit den Leuten, die von den ähnlichen Firmen aus ganz anderen Ländern kommen, wie man diese Verwaltung organisiert, wie das international funktioniert. Weil es ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, dass, wenn wir das in Deutschland eingeben, dass wir dann bei so einer Webseite landen und das lesen können. Und wenn jemand das in Frankreich oder in Italien oder in Südamerika macht, dann funktioniert das auch. Wer mal auf Reisen war und versucht hat, mit seinem Steckernetzteil irgendwo in anderen Ländern, das kann schon in der Schweiz anfangen, mal zu gucken, dass diese Stecker in die Steckdose passen, dann wird feststellen, das funktioniert vielleicht gar nicht. Und das, was dafür sorgt, dass es funktioniert, das nennen wir Standardisierung. Das heißt, verschiedene Leute kümmern sich darum, dass sowas wie Stecker und Steckdosen zusammenpassen. Das gilt natürlich auch für den Rechner hier und dass der Webbrowser mit dem Webserver reden kann und dass man überhaupt mit den Tastaturen umgehen kann und dass die Zeichen vernünftig dargestellt werden. Und um all das kümmern wir uns. Okay, danke Peter für deine Zeit. Herzlich gern.